Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die V-Box von Vega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. V von Vega, das Ganze nicht nur als Box erschienen, sondern auch als handsignierte Vinyl. Diese werde ich euch dann morgen präsentieren. Heute geht es wirklich mal um die Box. Also, wir haben hier eine riesige Box und bevor wir die Folie abmachen, lesen wir uns nochmal kurz diesen Sticker hier durch. Und zwar lesen wir hier, Vega limitierte Fanbox inklusive CD-Album plus Instrumentals, Trägisch und Roh 2 Mixtape, exklusiver Windbreaker, Poster, Stickerset und rubbellos. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Verpackung holen, dann wird uns auch dieser Sticker hier verloren gehen. Deswegen haben wir uns die gleich mal anfangs angesehen. So. Sticker ist weg. Und so sieht die Box dann aus. Sie ist recht groß, quadratisch und auch ja, ziemlich hoch. Wir haben hier eine türkise Box mit diesem schwarzen V drauf gestempelt, drauf gesprüht. Und hier diverse Kratzspuren, Verschleißspuren, also sehr interessant gemacht vom Design her. Auf der Seite lesen wir hier Vega und hier türkis sehr stark übermalt, aber hier schon das Cover angedeutet, also hier die Jungs und hier die Polizei. Hier lesen wir Vega. Auch hier wieder und hier nochmals inklusive Urban und Universal. Auf der Rückseite haben wir auch wieder dieses V und einen Barcode und die Credits. Gut, wir werden mal hineinschauen. Der Deckel lässt sich komplett abnehmen, ist nicht zum Klappen. Sehr schön. Deckel von innen schwarz. Und als erstes kommt uns hier entgegen einmal das Rubbellos, zu dem kommen wir dann gleich noch. Dann haben wir 1, 2, 3 Sticker, also das besagte Sticker-Set. Dann einmal der Windbreaker, das Album, die Instrumentals, das Bonus-Mixtape, Trägisch und Roh. Und dann das Poster. Die Box von innen schwarz. Machen wir mal wieder zu. So. Nachdem hier ja diverse Teile noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal aufmachen. Starten wir mal mit dem Windbreaker. So, einmal. Und dann machen wir gleich weiter mit den Instrumentals. Ist die Frage, wo wir die am besten aufschneiden. Oh. So, einmal die Instrumentals, dann das Bonus Mixtape, Trägisch und Roh. So, und dann noch das Album an sich. Hier lesen wir nur noch auf einem Sticker V, das Vega-Album. Machen wir auch noch auf. So, jetzt sollten wir ohne Messer auskommen. Genau. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also auch hier wieder dieses Türkis, durchgängig im Design. Vega lesen wir auf der Seite. Und dann haben wir hier eine Szene, also das ist laut Vega, ich glaube Vega hat das in einem Interview gesagt, eine Originalaufnahme.
Bedeutet, es dürfte eine Auswärtsfahrt oder so gewesen sein. Wir haben hier einmal Vega abgebildet. Hier in der Mitte zwei Polizisten in voller Montur mit Helmen. Und hier jeweils links und rechts diverse Leute, die hier allesamt anonymisiert wurden. Der einzige, der hier wirklich klar erkennbar ist, ist Vega. Gut, auf der Seite lesen wir hier Vega und hier unten das V. Und hier das Ganze dann in Orange, denn der gute Mann hier zündet Pyrotechnik. Daher auch dieser orangene Schein. Also wir haben 13 Tracks an der Zahl und wir haben 5 Features. Und zwar haben wir Features von Casper, Face, Moses Pelham, Credibil und Face. Also zweimal Face drauf, so 4 Features, nachdem Face ja zweimal drauf ist. So, dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Cover kennen wir bereits. Vinco, für Vinco steht hier. Dann haben wir hier so, das habe ich schon mal gesehen, was ist denn das? Es ist auf jeden Fall irgendwas, was da, es ist irgendein ein spirituelles Zeichen oder irgendein, ist das Zen-Lehre oder Buddhismus, also ich habe es wohl schon mal gesehen. Dann haben wir hier zwei Ordnungshüter, die hier diversen Leuten gegenüberstehen. Also sieht aus wie Straßenschlachten vor oder nach dem Stadion. Wer nicht liebt, der hat Gott nie gesehen. Auch hier wieder Szenen aus dem Stadion, wohl aus dem Frankfurter Block. Okay, auch hier wieder volle Tribünen und Pyro. Ist die Frage, welches Spiel das war. Also ich erinnere mich damals auf der Auswärtsfahrt nach Bordeaux, waren ja auch alle in Orange und da waren, glaube ich, mehr Frankfurt-Fans als heimische Bordeaux-Fans im Stadion. Das war echt eine mächtige Vorstellung. Aber ich glaube, das war ein anderes Stadion. Also ich glaube, das war nicht diese Auswärtsfahrt. Und dann haben wir zum Abschluss 13 Tracks hier allesamt aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Und hier nochmal das Negativ von dem Cover. Kann man eventuell als Wendecover verwenden. Ich werde es jetzt beim regulären Cover belassen. Dann haben wir eine CD, diese in Orange gehalten. Hier das weiße V drauf. Auf der Rückseite wieder schwarz und in diesem lila Rotton. Die Instrumentals zum Album, diese sind in dem Fall in diesem Negativ. Instrumental lesen wir hier. 13 Stück. Und auch die Instrumental-CD in Orange mit dem Zusatz Instrumental. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir das Dreckig und Roh 2 Mixtape. Es steht jetzt da nicht, wie viele Tracks drauf sind. Schaue ich euch dann gleich noch nach. Aber es sind auf jeden Fall Features aus dem Freunde von Niemand Camp, soweit ich informiert bin. Schauen wir dann gleich noch nach. Dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Einmal den Cover-Sticker quadratisch, einmal den V-Sticker rund und einmal den Vega-Sticker in schwarz und orange rechteckig. So, dann haben wir ein Poster, dieses im Querformat und auch hier zieht sich dieses türkise Artwork durch. Also hier oben im links lesen wir Vega, dann haben wir hier einen alten Polizeiwagen, ein altes Polizeifahrzeug, geschrottet und hier diverse Leute dahinter zu sehen, also das dürften ebenfalls die Leute aus Frankfurt sein. Ich tippe mal stark auf Ultras Frankfurt bzw. Brigade Nassau, aber Vega ja meines Wissens bei den Ultras. Von daher wäre es naheliegend. Das Poster im Querformat, einseitig bedruckt, Rückseite weiß. Dann haben wir das Rubellos. Und das finde ich besonders spannend, das habe ich so in einem Album noch nie gehabt. Rubellos, rubbel das Feld frei und gewinne Vega Stuff.
Und was lesen wir hinten noch? V-Box rubbellos, rubbel das Feld auf der Vorderseite frei. Wenn du gewonnen hast, schicke deinen Gewinncode an vega@universalmusic.de. Viel Glück, alles klar. Gut, das werde ich im Anschluss noch freirubbeln. Mal schauen, ob ich zu den Glücklichen gehöre. Und für euch noch zur Info, schaue ich oder lese ich euch nochmal kurz vor, was es alles hier als potenzielle Gewinne gab oder gibt. Also, es gibt einmal Alte Liebe rostet nicht, Bomberjacke mit Unterschriften, ein Foto mit Widmung, 10x Meet and Greet, 5x2 Gästelistenplätze für die Tour, 10x originales Textblatt von Vega und 2 signierte Vega Vinyls. Gut, also, ich weiß jetzt nicht, was die Auflage der Box ist, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge Gewinne, die hier möglich sind. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch den Windbreaker. So eine Jacke, so ein Windbreaker habe ich einmal gehabt. Und zwar, das gab es damals bei der Maximum Box von Casey und Summer. Aber ich muss sagen, dieser gefällt mir deutlich besser. In Schwarz. Der von Summer und Casey war ja etwas bunter. Dieser wirklich klassisch in Schwarz. Wir lesen hier links auf der Brust. Vega. Das Ganze hat hier oben im Nackenbereich einen Reißverschluss. Hier wird wohl eine Kapuze verstaut sein. Jawohl. Also, je nachdem wie ihr es bevorzugt, Kapuze drauf oder Kapuze hier verstauen. Das Ganze eben hier mittels des Reißverschlusses zu verstauen. Und wir haben hier noch 2 Schnüre, um das Ganze dann festzuzurren. Jetzt habe ich den Stoff auch schon eingezwickt, sauber. Gut gemacht. So, aber jetzt. Das Ganze lässt sich öffnen mittels des Reißverschlusses und dann lesen wir hier drinnen noch Vega One Size. Also Vega sage ich schon, Freunde von niemand, One Size. Und dann hier die Wasch- bzw. Pflegehinweise. Ganz dünn das Ganze, wie gesagt, ist auch nur ein Windbreaker. Wir haben hier auf der Seite einfach noch, hier mit Reißverschluss, links ebenfalls, also 2 Taschen. Dann haben wir hier im Achselbereich noch eine Öffnung. Und von hinten ist das Ganze auch blank schwarz, also kein Neckprint etc. Gerade für die Leute von euch, die vielleicht diverse Male ins Stadion gehen oder vielleicht früher dort waren, die wissen sicher Bescheid. Also solche Jacken, absoluter Dresscode in der Kurve. Schwarz, Kapuze. Was will man mehr? Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den schwarzen Windbreaker mit dem weißen Vega-Schriftzug auf der Brust. In dem Fall jetzt mit Kapuze. So sieht das Ganze aus. Ich muss ehrlich sagen, es ist zwar klassisch gehalten so, komplett in Schwarz, nur mit diesem weißen Vega-Aufdruck, aber mir gefällt das richtig gut. Und je nachdem kann man auf jeden Fall sowohl ins Stadion als auch privat gut tragen, in meinen Augen. So, und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Windbreaker, das Bonustape dreckig und roh. Und ich habe jetzt euch noch mal kurz im Detail nachgesehen, was sich darauf befindet. Also wir haben auf diesem Bonustape, auf dieser CD, 10 Tracks und wir haben Features von Bosca, Nea, Neo, Timeless, DJ Denetic und Twin. Also 10 Tracks und 6 Features an der Zahl. Dann haben wir 3 Sticker. Das rubbellos mit der Chance auf die aufgezählten Gewinne. Die Instrumentals zum Album. Das Poster im Querformat, einseitig bedruckt. Und natürlich das Album an sich, V.
Das alles in dieser wunderbaren Box V von Vega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.